Liebe Freundinnen und Freunde der Stadtbibliothek, der diesjährige Jahresfilm zeigt einmal mehr, dass das Kerngeschäft einer öffentlichen Bibliothek nicht mehr nur Ausleihe und Rücknahme von Medien ist, sondern das Öffnen des Hauses. Wir haben möglichst viele unterschiedliche Menschen befragt, was sie tun in der Bibliothek, welche Atmosphäre ihnen gefällt und ob sie sich etwas wünschen. Die Antworten beziehen wir in unsere weiteren Planungen mit ein. Los geht's! Woher kennen Sie die Stadtbibliothek? Hier in Erlangen aufgewachsen, also da kennt man die Stadtbibliothek. Also eigentlich gehe ich immer in die Stadtbibliothek der jeweiligen Stadt, wo ich gerade bin. Die Stadtbibliothek kenne ich schon sehr lange, seit ich in Erlangen wohne, seit etwa 1980. Ich gehe halt schon seit der Grundschule hin. Warum sind Sie in der Bibliothek? Ich wähle mir immer zu viele Bücher aus. Weil ich Bücher mag. Meistens, wenn ich hier bin, dann bin ich genau hier in der Kinderbibliothek mit unseren Kindern. Bücher ausleihen, was sonst? Ja? Ja, also ich komme gerne hierher, um mit den jungen Syrern, die ich kennengelernt habe, hier Deutsch zu lernen. Ich möchte Deutsch lernen. Heute ist PC zum Kaffee. Alle zwei Wochen ein ganz toller Termin für alle, die Interesse am Smartphone, Tablet, PC haben und sich nicht auskennen. Also ich suche immer irgendwas, aber normalerweise suche ich eine Überraschung. Ich bin hier mit Internet Deutsch lernen. Ich bin hier, um Bücher auszuleihen und zu lesen. Wie häufig kommen Sie in die Bibliothek? Im Prinzip einmal die Woche. Ungefähr einmal die Woche. Ich glaube so ungefähr einmal im Monat. Ja, wir kommen hier dreimal pro Woche. Montag und Dienstag und Donnerstag. Meistens ein- bis zweimal die Woche. Ungefähr dreimal die Woche. Einmal die Woche, würde ich sagen. Ja. Wöchentlich, einmal die Woche, ja. Jede Woche einmal. Was würden Sie ohne öffentliche Bibliothek machen? Ja, wir sollen einen Platz draußen finden, aber das mit dem Wetter, ja, das ist sehr schlecht. Bibliothek geschlossen, das ist sehr schwierig. Keine lernen Deutsch hier. Zu viel Geld für Bücher ausgeben, aber das hätte ich gar nicht. Also das wäre wirklich richtig schwer. Ich musste nach Nuremberg fahren und dann da gibt es Stadtbibliothek in Nuremberg. Aber für mich ist es sehr, sehr schwierig. Das weiß ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Lieblingsort in der Bibliothek? Bei den Kinderbüchern da. Boah, da ich habe keinen Lieblingsort in der Bibliothek. Mein Lieblingsort ist hier im Bürgersaal, weil er einfach traumhaft schön ist. Ja, mit dieser Decke, diese Lüste, das ist einfach eine Freude, hierher zu kommen. Meine Lieblings im Bibliothek ist zwei Stock. Im zweiten Stock in der Lyrikabteilung da. Dieses Sofa, da kann man gemütlich sitzen in Ruhe und die Bücher durchschmökern. Überall. Dieser hier. Also genau zwischen den Klassikern und Fantasy, Science Fiction und Lyrik. Die Musikabteilung, eindeutig. Ich spiele Gitarre und da finde ich immer die Noten, die ich brauche. Die Ecke, in der man sitzen kann. Was gefällt Ihnen besonders an der Bibliothek? Die Bücher. Mir gefällt richtig gut die Art, wie hier mit neuen Medien umgegangen wird, Spiele, Konsolen, dass das möglich ist. Das wäre sowas, was ich mir als Kind echt gewünscht hätte. Die Auswahl, also das Angebot ist, finde ich, grandios. Das ist ein ruhiger Treffpunkt, der einem einfach gut tut in der Seele. Mir gefällt mir am besten die Kollegen. Die gefallen mir sehr gut, also sehr aktiv, sehr engagiert, sehr freundlich. Und natürlich das Angebot in der Stadtbibliothek. Hier, ja, weil der Tisch passt für Rollstuhlfahrer. Ja, dass es weitläufig ist und gleichzeitig eng. Man kann Bücher gratis ausleihen. Stört Sie etwas an der Bibliothek? Nö. Die Klimatisierung lässt, finde ich, etwas zu wünschen übrig, aber wahrscheinlich ist es dem denkmalgeschützten Bau geschuldet, keine Ahnung. Fällt mir jetzt spontan nicht ein, was mir unangenehm sein könnte. Ich finde alles recht gut, ja. Mich stört daran, dass ich manchmal vergesse, dass es Mittwoch zu hat. Aber nö. Wunsch an Ihre Bibliothek?
Ich würde mich mal freuen, wenn zum Beispiel von Mitarbeitern ein Aufsteller wäre, wo von denen persönlich Bücher empfohlen werden würden mit ihrem Bild. Dann hat man so eine Verbindung, man würde mit denen ins Gespräch kommen. Sowas würde mich sehr freuen. Also mindestens den Wunsch, dass es weiterhin so gut ausgestattet ist und vielleicht auch, dass die Stadt, ich weiß nicht, wie gut die Stadt das unterstützt, die Stadt diese Unterstützung weiterführt zumindest oder sogar verbessert. Das wünsche ich mir, ja. So gut, wie es ist. Haben Sie 2016 eine Veranstaltung oder Ausstellung in der Bibliothek besucht? Ja, ich habe auch, glaube ich, ein oder zwei eröffnet, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Und richtig in Erinnerung geblieben sind mir die Erlangen-Shots, die Ausstellung. Und zwar nicht nur die Ausstellung, sondern auch alles drumherum. Das fand ich auch gut, weil das Bibliothek nochmal ganz anders dargestellt hat und den Menschen näher gebracht hat. Das hat mir gut gefallen. Ja, Lesungen. E-Book oder Buch? Buch. B. Beides. Im Urlaub lieber E-Book, weil nicht so viel zu tragen. Beides. Immer in Kombination. E-Book zum Wegfahren, Buch für zu Hause. Ich nehme jetzt seit mehreren Jahren schon E-Book und finde das sehr gut. Aber Buch ist auch okay. Buch. Roman, Geschichte oder Ratgeber? Geschichte. Roman. 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 Ratgeber eher, also würde sagen zwei Drittel Ratgeber, ein Drittel Roman. Geschichte. Selbstausleihe oder Theke? Selbstausleihe. Theke. Selbstausleihe. Selbstausleihe. Immer pünktlich oder Mahngebühren? Weiß ich nicht. Mahngebühren. Kommt schon mal vor, Mahngebühren, aber meistens pünktlich. Eigentlich immer pünktlich, bis jetzt erst einmal Mahngebühren. Immer pünktlich, mit wenigen Ausnahmen. Pünktlich. Selber suchen oder fragen? Ich suche lieber selber. Selber suchen. Selber suchen und fragen, aber meistens selber suchen. Selber suchen. Meistens selber suchen, aber ich habe schon gemerkt, fragen lohnt sich. Fragen. Die Bibliothek, Ruheoase oder Treffpunkt? Zum Ausruhen. Ruheoase. Ich denke auch. Nein, eher Ruheoase. 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 Also da kann man wirklich mal stöbern, sich mal irgendwo hinhocken. Man muss ja gar nichts ausleihen. Auch mal in der Zeitung lesen und wieder verschwinden. Ja. Ich glaube eher, um Leute zu treffen. Der Wunsch nach persönlichen Empfehlungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist bereits in der Umsetzung. Lassen Sie sich auch im nächsten Jahr von uns überraschen. Was Sie uns schon immer mal sagen wollten. Einfach weitermachen. Ha ha ha!